Trifft mein Stift auf Papier, feiern alte Freunde Wiedersehen. Und wenn es dunkel ist, hörst du sie leise erzählen. Wenn die beiden sich zuprosten, tauschen sie zuvor gerückter Stunde Anekdoten aus und lauschen Fußnoten. Hast du den Buntstift gesehen? Der war ja spitz wie Nachbars Lumpi und hat nicht mal einen Radierer. Du, der macht es ohne Gummi. Ach übrigens, einen schönen Gruß vom Briefkopf. Und hab ich schon erzählt, ich hab ein Date mit einer Seite vom Notizblock. Hab im Daumen Kinokarten für heute Abend bestellt und mir einen Anzug zugelegt, einen echten Faber-Castell. So einen schicken schwarzen, mit Goldbuchstaben eingraviert. Ich hoffe, ich gefalle ihr und sie ist nicht so kleinkariert. Naja, ich muss jetzt los, wir beide sehen uns morgen. Ich wünsch dir halt so einen Minenbruch und ich die Eselsohr. So hörte ich jahrelang zu, fasziniert von den zwei. Und der Stift blieb unberührt und das Papier noch immer weiß. Hörte ich die Seite heulen. Bleistift, ich bin so einsam, dass ich schon von Schreibschrift träume. Gestern sah ich im Spiegel, dass ich allmählich vergilbe. Als unbeschriebenes Blatt mit keiner einzigen Silbe. Hör auf zu jammern, sagte der Bleistift. Denk nur, was aus uns beiden alles werden kann, solange du noch weiß bist. Wenn wir es richtig anfangen, machen wir Karriere. Ein Blatt richtig beschriftet macht aus Pennern Millionäre. Die Menschen glauben an uns, mit dem richtigen Stempel tanzen sie heute nach unserer Pfeife und morgen ihre Enkel. Bitte, was ist denn der Menschheit größtes Erbe? Die Skizzen Picassos, die Bibel oder Goethes Werke? Die Theorien von Einstein oder Beethovens Neunte? Die wirklichen Schöpfer waren doch stets unsere Freunde. Jungs wie du und ich sind Meisterwerke ins B. Egal ob chlorfrei, gebleicht, mittelweich oder 6B. Da fing ich an zu schreiben, denn sie wurden übermütig. Und ein paar Stunden später war vom Bleistift nichts mehr übrig. Und auch das Blatt Papier hatte jetzt andere Sorgen. Denn hörst du diesen Text, dann weißt du, mehr ist aus ihm nicht geworden. Dann gib mich wenigstens ins Altpapier, murmelte das Blatt am Ende meiner letzten Strophe beleidigt. Ich glaube nicht an Reinkarnation, habe ich ihm entgegnet und es danach im Ofen beseitigt. Passt. Bist du fertig? Ja.